Die Katzen auf der Insel Maine haben keinen Schwanz. Aber daran sind nicht die Motorradfahrer schuld. Die Katzen werden hier zur Vorsicht schon schwanzlos geboren. Doch die Katzen sind nur die kleinste Besonderheit dieser Insel zwischen Britannien und Irland, die 15 Kilometer breit und 40 Kilometer lang ist, und bewohnt von 60.000 Nachfahren der Kelten und der Wikinger. Denn seit fast 70 Jahren ist die Isle of Man Kultstätte eines modernen Reitervolks, das sich alljährlich auf vielen Schiffen der stillen Küste naht. Tausend Maschinen landen in der Inselhauptstadt Douglas von den Fähren aus Liverpool. Anlass der Invasion? Die Rennwoche der Tourist Trophy oder TT. Die Isle of Man wird zur Motorradfahrerrepublik. Die Außenseiter avancieren zur vorherrschenden Klasse. Und bald wirkt es exzentrisch, wenn jemand in gewöhnlicher Kleidung herumläuft, statt in Leder und mit Helm. Die meisten Motorradfans kommen aus England. Doch an 4000 Enthusiasten haben sich aus Deutschland auf die beschwerliche Reise gemacht. Gleich einer der ersten, die wir trafen, hatte sogar aus Sachsen einen Weg hierher gefunden. Ja, ich fahre auch schon lange Motorrad. Ich habe natürlich lange ausgesetzt, weil ich bin hier nicht von Westdeutschland, ich bin aus der DDR hier hingekommen. Ich bin jetzt im Auto gefahren. Ich fahre jetzt wieder intensiv 3 Jahre. Und was ist es, was Sie dazu gebracht hat, zum Motorrad zurückzugehen? Ja, Motorradfahren ist freier, schöner als im Auto. Ist nicht so beengt. Wie sind Sie zum Motorradfahren gekommen? Oh, ja, wenn ich das wüsste. Ja, wer ist dazu gekommen? Na ja, hier, das ist der Kollege viel. Ich wäre schuld gewesen, wenn du Motorrad wärst. Aber ja, Spaß halt dran am Motorradfahren. Okay. Ne? Ja, Spaß. Ja. Ein Auto, Auto Rauch trinkt nicht. Irgendwas muss man ja haben, ne? Ja, irgendwas muss man haben, aber... Ja, ja, du. Ja. Ich hab halt ein Motorrad, ne? Ja. Ursprünglich wollte ich allein fahren auf die DD, da haben sich die zwei noch gefunden, ne? Wir sind an sich ein Club in Hasloch, da haben sie mit 25 bis 30 Fahrer, ne? Aber zeitlich bedingt, finanziell vielleicht auch, konnte es nicht jeder machen, ne? Aus mir ist nie ein richtiger Motorradfahrer geworden. Wahrscheinlich, weil ich zu verweichlicht bin. Und zu risikoscheu und mechanisch zu unbegabt. Trotzdem und eben deshalb hat mich Motorradfahren zeitlebens fasziniert. Der Rennfahrer George Meyer, der 1939 hier als erster Nicht-Brite die 500er Tourist Trophy gewann, war das Idol meiner Knabenzeit. Und die Legenden, die damals schon über die TT erzählt wurden, kamen für mich noch vor Karl May. Heute erlebt das Motorrad eine enorme Renaissance. Nicht als billigste Form motorisierter Fortbewegung, denn das ist es längst nicht mehr, sondern als Sportinstrument, ja, als Kultobjekt, das über seinen Ruf, ein Rockervehikel zu sein, fast schon hinausgewachsen ist. Dynamische junge Generaldirektoren und sogar ein beleibter Politiker aus dem Inntal präsentieren sich stolz auf schweren Maschinen. Kurz, eine erstaunliche Sekte breitet sich da in unserer Autozivilisation aus. Grund genug, Motorradfahrer und ihre Leidenschaft genauer zu betrachten, hier an ihrem Wallfahrtsort. Scheiß England. Die Männer, die an den Rennen teilnehmen wollen, sind das, was man Privatfahrer nennt und kommen nicht selten mit Weib und Kind. Denn die Vollprofis des Motorradsports, die Werksfahrer der großen Firmen, die Agostinis und Dieter Brauns, die machen bei der TT nicht mehr mit, weil ihnen der Kurs zu gefährlich geworden ist. Aus der Bundesrepublik kommen vor allem Gespannfahrer mit ihren selbstgebauten superflachen Maschinen
die auch ohne Industrieunterstützung eine deutsche Domäne geblieben sind. Die einzige, die es noch gibt. Bist du noch nicht durch? Etwas ab. Deswegen kommt es aktuell wenig. Gar nicht mehr sehr junge Männer sind das. Einiges über 40 bisweilen, die in Zelten und Transportwagen schlafen, zwischen Ölkannen und Werkzeug, ohne Aussicht auf Ruhm und großes Geld. Eine gute Suppe gekocht, ne? Auch der Gespannweltmeister Rolf Steinhausen fährt auf eigene Rechnung, leistet sich kein Hotel und lebt mit Partner und Helfer von Konserven. Was zahlen die denn hier für den Sieg? Kann man nachlesen, das darf man normal nicht sagen. 600 Pfund. Steinhausens Beifahrer Josef Huber. Einer, was würdest du da machen? Mehr einer. Was gibt's da eigentlich? Bei uns geht nur ein Topf, jeden Tag. Was halten Sie davon, dass die anderen nicht mitmachen? Weil die Strecke so gefährlich ist. Naja, bleibt ja jedes Jahr einer tot hier, ne? Gefährlich ist das nicht, wenn man das erste Mal hier ist. Die ersten Runden, die sind nicht gefährlich. Aber dann, wenn man sich einbildet, man kennt die Strecke ein bisschen, dann wird es gefährlich. Weil dann vertut man sich schon. Ich bin vorher ja auch umgekippt. Hinter der Sobe Bridge. Aber ich habe mich schon wieder gefreut auf dieses Jahr. An 5 Tagen wird gegen Abend je 2 Stunden trainiert, ehe die eigentliche Rennwoche überhaupt anfängt. 80 Fahrer starten in jeder Klasse. Gleich an der ersten scharfen Kurve zeigt sich, wie instabil ein Zweirad werden kann, wenn es auf einen Ölfleck gerät. Der Rennkurs? 62 Kilometer rund um die Insel? Auf ordinären Landstraßen mit 8 Ortsdurchfahrten. Von der Inselhauptstadt Douglas aus durch Dörfer, an Feldmauern und Chausseebäumen entlang, durch lieblich sich dahinschlängelnde Täler mit murmelnden Forellenbächen und Brücken aus dem 16. Jahrhundert. Nach 40 Kilometern das Städtchen Ramsey. Dutzende Runden muss einer drehen, ehe er alle Ecken und Bodenwellen und vorsprengenden Bordsteine ungefähr im Kopf hat. Und ungefähr ist nicht genug. Von Ramsey dann steil hinauf in die Berge. Meilen ohne eine Menschenseele, ehe die Straße sich wieder hinabwindet zur Küste, zu Start und Ziel in Douglas. Dies ist der allerletzte echte Straßenkurs. Ein Anachronismus in der Ära der Motodrome. Ursprünglich sollte auf ihm einmal eine Art Zurück zur Natur per Kraftrad vorgeführt werden, und zwar mit einem der Landschaftsschönheit angemessenen Tempo. Hier Spitzengeschwindigkeiten bis 250 km/h vorzulegen, finde ich ungefähr so vernünftig wie die Besteigung der Eiger Nordwand in Badehosen. Aber aufregender. Bisher haben seit dem ersten Rennen im Jahre 1907
genau 106 Menschen ihr Leben gelassen. Helmut Kassner aus Karsfeld bei München, der einzige deutsche Fahrer, der in allen Soloklassen der TT starten will. Und die Ketten lassen wir morgen oben aufmachen bei Reinhold Mann, weil der vernietet die ja gleich, dass er neu oben ist. Er und sein Freund und Helfer Sigi müssen von ihrer Arbeitsstelle in einer Maschinenfabrik eine Menge unbezahlten Urlaub nehmen, um bei so viel Rennen mitzumachen, wie sie sich irgend leisten können. Auf selbstgekauften Yamahas mit selbstfrisierten Motoren. Kassner hat mit seinen Maschinen kaum Chancen, über gute Mittelplätze hinauszukommen und mehr als das Startgeld und einen Trostpreis zu verdienen. Ein schlechtes Geschäft für die Ausgaben und Gefahren und Mühen, die er für seine Motorradpassion auf sich nimmt. Kassner über die TT. Ja, die Geschwindigkeit ist ja Wahnsinn. Für die schlechte Fahrbahn oder für den Kurs 100 Meilen Durchschnitt, das ist ja schneller wie Hockenheim. Da reden wir von einem Hochgeschwindigkeitskurs in Hockenheim. Das fahren die auf der buckelnden Landstraße da. Das ist halt ein Schauspiel. Du bist halt nicht Motorradfahrer, sondern Reiter. Da springt das Motorrad so, dass mir schon ein paar Mal passiert, dass mir so hochschmeißt, dann hocke ich da hinten rum. Da ziehst du am Lenker wieder vor, da bist du benannt. Auf den Kurs da bin ich total untrainiert körperlich. Du müsst viel mehr vorbereitet sein. Da musst du benannt sein wie ein Stier, da kannst du nur schneller fahren. Weil konditionsmäßig nach 5 Runden, da kippt uns doch da runter, wenn du stehen bleibst. Im Training ist der schottische Fahrer Peter McKinley tödlich verunglückt. An einem schwachen Rechtsknick kurz vor Ramsey, der ganz harmlos aussieht und wo es keine Zuschauer gibt, ist er mit 200 km/h links herausgedriftet, in diese Krüppelbäume geflogen und zurück auf die Straße geschleudert worden. McKinley war 24 und galt als kommender Mann. Erst später erfahren wir, dass Helmut Kassner ihn gut kannte. In 10 Sekunden Abständen werden je 2 Fahrer gestartet. Das Rennen geht gegen die Uhr. Kassner hat die Startnummer 16. Anziehungspunkt auf den 62 Kilometern, die Brücke in dem Dorf Ballard. Frage für das Fachpublikum, wer springt am weitesten und elegantesten?
Kastner bei seinem höchsten Sprung. Mit schleifender Kupplung im ersten Gang um die Kehre hinter Ramsey und in die Berge hinauf, dann mit Höchstgeschwindigkeit bergab zur Kurve von Cragney Bar, an die Kastner seine Erinnerungen hat. Ich habe mich letztes Jahr hingelegt mit dir. In Cragney Bar an der Spitzkehre bin ich voll nein im Garten. Das ist ganz schön gestaubt. Komm runter von oben, von Hillberry, untrocken die Startrunde. Überhol den Alex George, das war ein guter ist. Da denke ich mir, Mensch, das rollt halt so richtig und immer gieriger geworden. Da steigerst du das auch rein, gell, wenn du aufholst und fahr nach Cragney Bar hier einwandfrei trocken und an dem Punkt nach der Vorfahrtstafel. Ja, jeder merkt es als ein Schild. Da wo ich so 50 Meter später bremse, lange in Bremse und da unten ist halt schon der höchste Wolkenbruch. Da bremse ich bis vor die Wirtschaft. Da habe ich gesehen, das ist lang nicht mehr. Hinten rutscht schon und vorne darfst du das nicht zum Blockieren bringen, liegst gleich da. Da bin ich bis vor die Wirtschaft gefahren, also schon bis vor das Tür und dann habe ich einen Schlag umgelegt, dann hat es gehalten, bis am Haus vorbei und dann wusch, alle zwei Räder auf einen Schlag weg und schon war ich drin im Garten. Es hätte nicht ein paar Meter eher sein dürfen. Das 350er-Rennen geht über 5 Runden gleich 300 Kilometer. Nach 3 Runden wird getankt und das mückenverklebte Visier gewechselt. Nach dem Rennen sagt Kastner über die Brücke von Balav. Über die Ballambridge, da musst du immer bestrebt sein, eher hinten aufzusetzen, als wie mit dem Vorderrad und dann ein bisschen eingeschlagen. Bis jetzt in der letzten Runde habe ich sauber am Vorderrad, glaube ich, aufgesetzt. Dann schüttelst du dich anständig. Die Bremse schwer geht. Zu schwer? Ja, irgendwas streift. Helmut Kastner ist 13. geworden. Der hintere Reifen ist auch fertig. Ja, das ist klar nach 5 Runden. In der ersten Runde bin ich hinter der Startnummer 18 gefahren und habe das ganze Benzin vorne drauf gehabt. Ja, das ist null Sicht. Ja. Wenn du in die Schattenstücke reinfährst, siehst du überhaupt nichts mehr. Das ist das Letzte. Guck, ich hab's ganz verloren. Nein, nach oben. Wie immer. Ah ja. 13, da wieder keine Punkte. Ja? Sommergäste im gereiften Alter haben sich in den Kurpark von Douglas zurückgezogen und warten darauf, dass die Heimsuchung draußen vorübergeht. An einem Vormittag sind wir hier hereingeraten und auf einmal war es mir, als hätte ich etwas von den verborgenen Motiven begriffen, die hinter der Motorradfahrerei stecken. Von dem Wunsch, jung zu bleiben und sich lebendig zu fühlen, gerade dadurch, dass man das Leben riskiert. Und wer ein richtiger Motorradfahrer ist, von denen es freilich nicht viele gibt unter den Zweiradbesitzern, der bleibt es auch und kommt zum Veteranentreffen auf die Insel mit einer Maschine, die ebenso alt ist und älter wie er selbst. Die Kennerschaft und Hingabe, mit der diese Oldtimer gepflegt und erhalten werden, mag splinig sein und wenig beitragen zur Lösung der großen Fragen unserer Zeit. Ich finde sie trotzdem bewunderns- und beneidenswert.
sind Sie zum Motorradfahren gekommen? Tja, wie bin ich dazu gekommen? Ich bin bei meinem Vater hinten auf einer 98er mal mitgefahren und dann habe ich sie mal heimlich so leise genommen und ja, so ist man halt angefangen. Haben Sie mal daran gedacht, selbst zu fahren? Naja, was heißt selber fahren, aber finanziell ist das nicht möglich. Also macht man Beifahrer, macht ja auch Spaß. Was macht daran Spaß? Für uns sieht es haarsträubender aus, allein zuzuschauen. Das sieht beim Zusehen schlimmer aus, wie es beim Fahren ist. Beim Fahren ist das nicht so. Wenn der Beifahrer nicht spurt, dann fliegt der Fahrer genauso. Und auf der anderen Seite, wenn der Fahrer nicht spurt, fliegt der Beifahrer. Also die hängen beide davon ab, dass der eine dann drehen kann. Ne? Bilden sich da sehr enge Freundschaften? Ach ja, zum Teil schon. Es muss auch solche geben, die sich hinlegen. Wenn es die nicht gäbe, dann wäre das ja nicht Haarschreiben fürs Publikum. Und die Leute wollen ja sowas sehen. Also. Okay. Und wenn nichts passiert, ist mit der Zuschauer ja langweilig. Es muss ja was passieren, das soll für die Zuschauer. Es gibt eine Leute, die sagen, meinen Sie wirklich? Es gibt Zuschauer, die sagen, es ist langweilig, weil keiner flog ist. War es langweilig für die? Ich meine, ihr legt da ganz einen Wert drauf auf die Fliegerei. Also. Motorradfahren hat allerdings auch etwas zu tun mit einer ziemlich altmodischen Auffassung von dem, was männlich und was weiblich sei. Die meisten Frauen und Freundinnen der Fahrer erfüllen ähnliche Aufgaben wie schon bei den alten Germanen. Sie putzen das Gerät, richten die Rüstung und würdigen die Taten der Helden so lebhaft. Also die hat unwahrscheinlich schnelle Zeit gefahren, ja. Wie schnell waren der? Wir verwahren es. 99 Meilen und Sie gehen. 90 Meilen? 99. Also jetzt unheimlich cool. Doch zwei Frauen gibt es, die fahren mit. Als Schmiermaxen im Seitenwagen. Die eine heißt Beverly Martin und sagt von sich, ihr Körper habe mehr blaue Flecken als ein altes Löschblatt. Die andere ist Jana Ward, 21 Jahre. Jana Ward und Beverly Martin im Training. Ihre Gespanne sind nicht die schnellsten, aber auch nicht langsamer als eine Menge voll männliche Teams. Was hat sie dazu gebracht, in einem Beiwagen mitzufahren? Zwei Jungs haben gesagt, ich könnte es nicht. Da wollte ich sehen, ob ich es kann. Und ich hab's gekonnt. Es ist riesig, fantastisch. Ich hätte Angst. Oder gewöhnt man sich dran? Sicher ist es hart, aber einmal muss man doch dran glauben. Warum nicht beim Rennen? Haben Sie sich schon verletzt? Voriges Jahr hatte ich einen schlimmen Unfall. Wir sind Roy Woodhouse hinten reingefahren mit 180. Ich hatte 5 Rippen gebrochen und eine Niere verletzt. Der Fahrer kann seitdem keine Rennen mehr machen, aber ich bin okay. Mr. Oliver. Vor dem Rennen der 500er-Gespannklasse, das für die Weltmeisterschaft zählt. Steinhausen und Huber sind die Favoriten, obwohl ihre englischen Konkurrenten den Kurs viel besser kennen. Okay. Heinz Luttringhauser aus Kaiserslautern hat in seiner besten Zeit eine Menge Siege geholt und denkt nicht daran aufzustecken. Hier erhofft er nochmal einen guten Platz. Oh.
Den Vorteil hat der Kurs, dass er an etlichen Wirtshäusern vorbeiführt, in denen die Ausgefallenen Trost suchen können. Doch für die Anwohner ist die TT eine böse Nervenprobe. For everybody, my parents just make a point of going out now. Meine Eltern gehen fort, wenn die Rennen sind. Sie haben so viele Unfälle gesehen, dass sie einfach fortgehen, weil es so schlimm ist. Wohin gehen sie? Sie gehen nach Douglas, irgendwo abseits während der Renntage. Angst hat man immer, so ist es nicht. Ein bisschen Angst muss dabei sein. Ja, weil Angst hat ist doof in meine Augen. Das ist dumm, um Angst zu haben. Ja, also Angst, also wenn einer keine Angst hat, der lügt. Ja, und wer das nicht hat, der muss echt so bekloppt sein. Also der kann auch kein Hirn haben, wer keine Angst hat. Drei Runden gewinnen Steinhaus und Huber mit 4 Sekunden Vorsprung und einem Schnitt von knapp 160 Stundenkilometern. Der Hagen ist ja da nichts geholfen und dem denkt man es auch. Wie ist es weg? Ja, für die Gearbox. Ja, 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 ist nicht gut. Shit. Fifth place, good. Fifth place, all good. Gustav Pape hat wieder erwarten den 5. Platz geschafft. An einem Bordstein hatte sich den Fuß geprellt und hatte danach Mühe mit dem Schalten. Anderen erging es Ärger. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hör mal, da haben sie es abgestiegen, weißt du das? Abgestiegen? Ach was. Gibt's doch nicht. Ernsthaft? In der ersten Runde hier. Ach was. Ja. Weißt du das? Heinz ist abgestiegen. Nee. Ja, in der zweiten Runde. Und Dolp, was gerade passiert, aber? Ja, ich weiß nicht. Und weiß keiner, was passiert ist, Ernst? Ja, muss nicht ernstlich sein. Heinz Luttringhauser ist nichts Ernstes passiert, obwohl er das anders sieht. Genau, das stimmt, aber ich bin ja nicht sofort. Eine halbe Stunde nach Rennschluss kommt er deprimiert ins Fahrerlager. Sein Motor ist sauer geworden. Er ist nicht der Einzige. In Ramsey? In Ramsey, direkt links, rechts. Da hat die Schlaggegend aus. Genau nach links, da war uns Glück gewesen, hat Rad blockiert. Nee, wir haben da rechts passiert. Ganz neue Reifen. Ja, von blockieren. Wir haben den extra nicht zu hoch drehen gelassen, genau schön ruhig gefahren, damit wir sind lang Streck, ne, damit die anderen nicht überanschauen. Du kannst zum Schluss noch ein bisschen, wenn du musst, den laufen lassen. Dreht sich gar nichts mehr. Nee, nee. Der Herr Lescher ist gefallen, Peter. Hast du? Hä? Ja. Hä? Was war ich da? 33 ist gut. Ich bin weit mehr. Und oh, ist gleich dahin, ne? Ja? Ach so, oh Jemine, hat sich auch schon mal so. Gut, ne? Können wir das Motorrad nicht mit? Ja, das Maschine verbrannt, alles ganz fertig, der Kleine. Wie ist denn das passiert? Sieben Leute kaputt. Ja.
Komm, trink mal erst eine Tasse Kaffee. Komm, komm. Ja, wo so? Komm, komm, gib ihm mal eine Tasse Kaffee. Komm. Ja, ja. Sigi, guck mal, hol mal eine Tasse Kaffee. Die ist doch was drin. Komm. Mach mal eine Tasse Kaffee fertig. Nein, pass auf, bei uns ist in Sandford verbrannt, der Motor und alles ist ab. Nur das Kunststoffzeug, das verbrennt zuerst. Das andere konnten wir auch noch gebrauchen, Richard, sei mal ruhig. Komm, komm mal mit, erst eine Tasse Kaffee trinken. Hast du, komm. Hast du nur was trinken? Komm. Nein, ich weiß noch keinen. Komm, also, komm mal, erst mal eine Tasse Kaffee trinken. Komm. Ja, komm, wir trinken mal. Richard Wegeners Maschine hat auf einem einsamen Streckenstück in den Bergen durch auslaufendes Benzinfeuer gefangen und ist verbrannt. Er sagt, jetzt sei er ruiniert, zumal er den Motor von einem anderen Fahrer geborgt hatte, um überhaupt starten zu können. So, sollten Heinz seine Oma ausweichen? Ja, ja. Überall ist alles verloren hier. Guck doch, wie die Opfer an sind. Ja, da oben ist ein Deckel, aber Richard, vielleicht kannst du das Gehäuse trotzdem retten. Ach, ob ich da noch mit auf den Schrott werfe oder nicht? Oh, nein, 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 da würde ich nicht. Erst mal sauber machen, schön sauber machen. Da kannst du noch vieles von verwenden. Ja, sicher. Na, wenn ich dann Feuer lösche, also, da wäre alles gleich. Gewesen, ja. Aber ich konnte ja nichts machen, wie nur zugucken. Ja, ja. Mit der Hand konnte ich das dann nicht ausmachen. Immer eine Schaufel mitnehmen, dann immer Lehm drauf. Ja. Einmal Sand, ne? Besucher wollen nicht nur zuschauen. Sie wollen selber fahren, zwischen den Rennen, an den rennfreien Tagen, immer wieder um den Kurs herum, wie der sympathische junge Mann aus Stuttgart, dem wir unsere Kamera auf den Tank schnallen und der jedes Mal strahlend vor Freude zurückkommt, Gott sei Dank. Zusammenprall von zwei Fans, die beide die gleiche Kurve schneiden wollten. Ich höre die Schreie der Gestürzten und frage mich von Neuem, ob das Leben wirklich so fad ist, dass man den Tod herausfordern muss, um Spaß dran zu finden. Ich wünschte, es wäre nicht so, aber es sieht ganz danach aus. Am Morgen vor dem Rennen der 500er Klasse hat es an manchen Stellen der Insel geregnet. Das macht den Kurs noch gefährlicher.
500er-Rennen über 6 Runden gleich 365 Kilometer ist das schnellste. Der Sieger fährt seine beste Runde mit einem Durchschnittstempo von 170 Kilometern in der Stunde. Auf bis zum Blackwood ist alles nass und Nebel war die ersten 3 Runden. Aber ganz anständig. Dann nach der Waterwalk-Kurve, wo man rechts rumfährt, ein unwahrscheinlicher Nebel gewesen. Schmierig. Helmut Kastner ist 9. geworden. Ja, wichtig ist, dass er da gehalten hat. Ja, ich glaube, wir fahren mit ihr in der offenen Klasse nochmal. Geht echt schön, das Motorrad, ja. Und liegen? Außenlage besser im Dunlop? Besser. Der Michelin-Reifen eignet sich nicht am Vorderrad für den Kurs. Für den Dunlop ist er ruhiger in der Lenkung. Also so schlecht, wie sie mein 350er gefahren hat, das war ja noch nie der Fall. Naja. Ich war Remse, glaube ich, wenn ich liegen sehen. Und zwar muss das ein Engländer gewesen sein, der steht da rum, packe die Yamaha oder wie. Die ist rechts drin gelegen, die hat ziemlich böse ausgeschaut. Da war die Gabe hinter dem Motor gestanden, der muss irgendwo drauf geflogen sein. Im 500er-Rennen hat es den 2. Toten dieser TT gegeben, den 22-jährigen Phil Görner. Nichts leichter als diese Männer samt den beiden Frauen im Beiwagen für verrückt zu erklären. Aber mein Respekt vor ihnen und ihrer Leidenschaft ist gewachsen, je näher wir sie kennenlernen. Mein Respekt vor den Gespannfahrern und ihrer Kameradschaft untereinander, vor dem Einzelgänger Kastner, mein Respekt vor den richtigen Motorradfahrern, die in jeder Hinsicht das absolute Gegenteil sind von einem Rocker und all den Angebern, die nicht viel mehr drauf haben, als Krach zu machen und alte Damen zu erschrecken. Das ist ziemlich am selben Punkt passiert, wo der McKinley verunglückt ist. Den McKinley habe ich sehr gut gekannt, aber erst nach 2 Tagen erfahren, der verunglückt ist, weil das hört man ja hier fast nicht. Der war nämlich am Dienstag bei mir noch da. Und der hat einen Vertrag mit der Schuhfabrik Daytona, die wohl in Altötting, in der Nähe von Altötting ist. Und da hätte ich ihm so ein paar Stiefel mitbringen, aber ich habe die noch nicht bekommen von den Daytona-Mann, habe ich sie auch nicht mitbringen können. Also das Benzin ist echt mistig da. Das schaut auch sauber mies aus. Da brauchen wir immer viele Runden fahren, da wenn man das alles sieht. Schlägt sich der ganze Kolben an der Einlasskante kaputt und rund, bis er einreißt. Aber was erstaunlich ist, dass die Kurbelwelle jetzt die ganzen Training plus Rennkilometer einwandfrei gehalten hat. Und das sind doch schon die 600.